Und damit herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt hier auf dem Kanal von Lightning LP. Wir begeben uns in die Welt von EOS Echo of Souls und das ist einer meiner erwartetsten besten MMOs aller Zeiten. Das Spiel vorab kann man nur gleichstellen mit Lineage. Das wurde teilweise auch von den Entwicklern von Lineage entwickelt. 4 Jahre hat die Entwicklung für EOS gedauert. Und jetzt ist es endlich draußen. Seit knapp 2 Wochen erfreuen sich die Spieler an die Open Beta dieses wunderbaren Games. Und wow, also man kann einfach nur sagen, das Spiel hat wirklich sehr, sehr viel Potenzial noch nach oben. Und man kann Lineage in Korea als Stellenwert mit World of Warcraft hier in Europa vergleichen. Und das hat schon einiges zu bedeuten. Knapp über 100 Entwickler haben an diesem Spiel hier gearbeitet. Und wow, es wurde von der Community auch als bestes MMO aller Zeiten im Jahr 2015 nominiert. Und ja, da kann ich nicht ganz mitreden, denn ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall noch ein paar Fehler, die man auf jeden Fall ausbessern muss. Vor allem, wenn man versucht zu verbinden und die Verbindung schließt das Spiel. Deshalb habe ich jetzt schon den zweiten Anlauf hier gebaut. Aber wir beginnen uns einfach mal in die Welt. Übrigens, das wird ein Community-Projekt vorab. Hier werden noch coole Gäste bei sein und auch feste Gäste dabei sein. Also da bin ich echt mal gespannt, wer da noch bei sein wird. Aber da möchte ich nicht zu weit ins Detail eingehen, denn wir haben uns vorgenommen, das erste Kapitel hier immer so alleine zu spielen. Und wir werden natürlich auf dem Server von Yggdrasil spielen. Yggdrasil kommt so aus der japanischen Mythologie und bedeutet eigentlich aus koreanischer, japanischer Mythologie und bedeutet eigentlich Baum der Seelen oder Baum der Zeit. Und da werden wir einfach mal drauf eingehen. Wir versuchen jetzt zu verbinden und hoffen, dass es klappt, weil sonst wird das Spiel jetzt wieder crashen. Bitte, 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 bitte. Oh, es klappt. Glückwunsch. Oh, Glückwunsch. So, hier seht ihr, ich hatte das Spiel schon mal ein bisschen gespielt. Ich kann meinen Charakter auch irgendwie bewegen. Ist ja auch egal. So, wir werden aber einen neuen Charakter erstellen. Und wir werden, also hier haben wir die Auswahl zwischen den einzelnen Charakteren, Hüterin, das ist so Tank, Krieger, ganz klar, Schurke, so Assassin-Skill, Magierin und natürlich mein absoluter Favorite ist unsere Waldläuferin. Dann gehen wir mal weiter und wollen unsere Waldläuferin jetzt mal ein wenig gestalten. Zoomen wir erstmal aufs Gesicht an, weil da geht es ums als erstes drum. Ich brauche mal ein paar Haare hier. Das kann ich. Also man sieht schon, der Effekt lässt zu wünschen übrig, was die Haarbewegung angeht. Aber ich sag mal, na gut, es ist halt, es sind Kleinigkeiten, ne? Da wollen wir uns jetzt mal nicht drüber beschweren. So ein Zopf wäre auch geil, aber ich will eher etwas längeres haben an Haare. Eigentlich bin ich ja eher für diese Mähne hier. Die sind so kurz, die Haare. Es müsste eigentlich etwas länger sein. Ein Doppelzopf ist scheiße, sowas ist auch kacke. Sowas ist geil. Sowas nehmen wir auch. Die Haare kriegen natürlich ganz klar diesen pinken Stich. Wobei, das ist auch geil. Oder weiß? Nein, pink. Das ist ganz klar. So, machen wir mit dem Gesicht weiter. Da hatte ich mir schon eins ausgesucht. Das da. Und wir wollen die Gesichtsfarbe noch ein bisschen verändern. Irgendwo gab es hier noch eine Farbe, die relativ nice aussah. Wow, ich will keine Niggerin. Wir können auch hier so einen Avatar gestalten. Nein, aber. Aber Bleichgesicht ist eigentlich ganz cool. So, Augen, da zoomen wir nochmal rauf. So ein paar Sterne in den Augen wären natürlich ganz cool. Und die Augen müssen dann so ein bisschen feuerrot sein. Schwarz, blau. Nein, wir wollen jetzt nicht hier übertreiben. Das sieht auch ganz sick aus. Aber die Frage ist, was nehmen wir da für eine Augenfarbe? Rot? Ich weiß ja nicht. Rot sieht ja eigentlich ganz süß aus, aber wir wollen es ja mal ein bisschen übertreiben. Um so ein richtiges glasklares Blau. Wir wollen noch kein Bart, wir wollen noch keine Masken, keine Schmetterlinge. Das sieht natürlich auch sick aus.
Oder hier so ein Herzchen. So, in den Herzchen. So, wir machen die, unsere Protagonistin etwas größer, machen ihr schön lange Beine. Ja, ganz klar, Kopf bleibt so. LP. Prüfen, der Name ist schon vergeben, ja. Weil er ist von meinem ersten Charakter vergeben. Dann nennen wir ihn Light. Der Name ist auch schon vergeben. Ach, ich kotze ab. Was ist mit Light? Ist auch schon vergeben. Ach, jetzt spielen das einige. Yuki. Yuki-chan. Ja, was bitte, gib einen Namen ein, du kannst Buchstaben und Ziffern benutzen. Aber das sieht scheiße aus. Asna? Name ist auch schon vergeben. Oh, ich kotze. Chana? Warum sind alle geilen Namen vergeben, Mann? Misawa? Oh. Nissan? Oh, ich kotze. Ayla? Ayla-chan? Das sieht so kacke aus. Nein, wir brauchen einen vernünftigen Namen, Leute. Ich habe jetzt fast alle meine weiblichen Lieblingsprotagonisten eingetragen. Fällt mir jetzt noch auf der Schnelle jemand ein? Rias? Warum versuche ich es überhaupt? Koniko? Oh, ich kotze echt. Ich hab echt keinen Schimmer. Ja, egal, wir machen erstmal mit der Kleidung weiter hier. Das Doofe ist, was ich echt doof finde, ist, dass das hier nur ein Abbild ist, wie man im Late Game später aussehen wird. Hasenöhrchen sind natürlich auch ganz süß, aber wir nehmen keine Kopfbedeckung. Ist natürlich richtig geil, sowas hier. Dann wollen wir natürlich ein passendes Outfit für. Aber das Freizügige was? Ist alles nicht so freizügig, ne? Wobei ich das auch ganz süß finde. So, dann nehmen wir das. Jetzt den Namen, liebe Freunde. Ich weine gleich. Da willst du die Bedeutung von großer Schwester nehmen und dann geht's auch nicht. Ein weiblicher Protagonist. Akame. Ich habe jetzt auch hier gerade keine Blu-ray oder so eine Manga-Collection, wo ich sagen könnte, okay, da guckst du jetzt mal eben schnell rein. Wir nehmen einfach Sarah. Sarah. Ah! Pharaon? Was ist mit damit? Ist auch schon vergeben, das ist doch nicht wahr, Mann. Lightning.
Ja, so. Jetzt habe ich aber die Faxen dick hier. So, unser Charakter ist fertig. Er so ein etwas jüngeres Aussehen hier gewählt. Aus einem bestimmten Grund. Bestätigen. Wunderbar. Und so sehen wir dann aus. Voll die Verarsche, oder? Findet ihr das nicht auch? Okay, wir starten das Spiel. Das Problem ist, jetzt wird es, glaube ich, einen Cut geben. Denn jetzt kommt so eine Filmsequenz und die ist irgendwie selbst bei einem scheiß Hexacore mit einer super fetten Grafikkarte am Laggen. Und das ist echt nervig. Aber wir schauen mal. Wir müssten eigentlich Echo of Souls im Fenstermodus starten. Dann haben wir damit auch keine Probleme. So, Dungeon Magma Tios Versteck kann ab Level 35 empfohlen 37 in der Schwierigkeitsgrad normal betreten werden. Ja, die normalen Dungeons können ja ab Level 10 betreten werden und die sind ja als Bogenschützin ziemlich schwierig zu meistern, da man ja komplett solo Akrode zieht. Vor langer Zeit kämpften Götter und Riesen um die Vorherrschaft in der Welt. Wobei es geht diesmal. Die Riesen verloren die Schlacht. Sie fielen. Bei meinem ersten Start hat das Video gar nicht erst geladen, ey. Habe ich nur das Soundboard. Teilweise mal ein Bild gesehen, aber war so am Laggen. Jetzt geht's ja sogar. Ja, man sieht ein paar Rotblatt drin. Genau, Weltenbaum heißt das. Seelenbaum, Weltenbaum, alles dasselbe. Nur indem die Göttin Frigg eins wurde mit Yggdrasil. Also. Konnte die Verseuchung aufgehalten werden. Jedoch, das Böse wandelt erneut auf den Spuren der Riesen und versucht, die Welt zu vernichten. Du, Seelenhüter, bist auserwählt, das Böse aufzuhalten. Wir versuchen unser Bestes. Du musst die Welt retten. Man hätte sich bei der Filmszene schon ein bisschen mehr Mühe geben können, aber naja, wir wollen uns jetzt hier nicht beschweren. So, und damit sind wir auch dann im Game. Wir können unsere erste Login-Belohnung einlösen. Zack. Und hier können wir uns betrachten. Steuerung ist eigentlich ganz einfach. Wir können mit der Maus steuern, wo wir hinwollen, oder wir halten einfach die rechte Maustaste gedrückt und können so laufen, oder wir können nur mit Maus WSAD laufen, also das ist eigentlich komplett egal. So, das Spiel läuft gerade mit läpperlichen 20 FPS. Das versuchen wir mal auf 30 hoch zu skalieren. Da brauchen wir definitiv keine. Geringe Qualität. Machen wir mal auf Mittel. Anti-Aliasing machen wir mal aus. Texturenauflösung. Mindestanforderung. Ja, man sieht schon, wie sich das verändert, aber das ist die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt ja, da wollen wir schon was haben. So, jetzt wird sich das einmal... Ja, jetzt sind wir auch bei gut 30 Frames. Ja, Unterschied hier oben. Habt ihr auch nochmal die Zahl, seht ihr es? Kann ich da irgendwie drauf drücken? Ah, FPS-Anzahl. Grafikeinstellung. Niedrig. Und man kann die FPS-Anzeige auch verschieben. Das ist natürlich echt cool. Ein Klassenmodell auswählen. Nur mein Charakter. Nur meine Effekte. So. Gut. Dann wollen wir mal anfangen mit dem Spiel. Hier haben wir unsere Willkommen in der Welt von HP-Leiste. Hier erhältst du eine bla bla bla. Wir müssen das einmal alles durchklicken. Das kennen wir schon. Könnt ihr euch gerne alles durchlesen, wenn ihr Pause drückt. Aber da müsst ihr echt schon schnell Pause drücken. Die NPCs senden dich auf Drücke die Enter-Taste, um dich mit... Ja, so, fertig, gut. Schreiben wir mal alles, einmal was in den Chat.
Hallo, meine Freunde. Und dann wollen wir mal anfangen. So, unser Inventory können wir, glaube ich, soweit ich weiß, mit I öffnen. Das ist ja so Standard. Hier unten haben wir unsere Leisten. Und dann wollen wir mal Frick sägen. Okay. Ist das da? Das können wir mit Level 5 öffnen. So, aber jetzt können wir erstmal ganz schnell leveln hier. Denn unsere erste Mission ist unsere liebe Dame hier. Gefährliches Bunkuri. Wir brauchen deine Hilfe. Düsterhörner greifen die Stadt an. Ihr plötzlicher Angriff kostet vielen das Leben. Und sie haben auch noch die Stadt in Brand gesteckt. Es ist uns gelungen, sie aus der Stadt zu treiben. Doch die Lage ist sehr ernst. Könntest du uns helfen? Triff dich zuerst mit Wachhauptmann Delos und hör dir an, was er zu sagen hat. Und dann die Questübersicht, bla bla. Dann wollen wir das mal annehmen. Delos, wir können zu Delos. Leider kann man in dem Spiel nicht rennen. Ich versuche das nämlich die ganze Zeit. Hier haben wir übrigens die Minimap und hier zeigt uns das Spiel an, wo wir hinlaufen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt so, seht ihr, der Kompass verändert sich da so. Okay. So. Hilf mir. Delos, dem helfen wir jetzt erstmal. Da kriegen wir jetzt erstmal ein paar EP. Und dann wollen wir das auch mal annehmen. So. Und dann schießen wir leider direkt mal durch. Ja. Und. Schieß doch weiter, du. Alter Schwede. Ich bin gestorben im ersten. Ich bin noch nie gestorben in diesem fucking Game, Mann. Egal, jetzt hab ich. Oh mein Gott. Es ist ein ganz anderes Spielen auf einmal. Wenn man so, hier können wir erstmal diese ganzen Sachen aufsammeln. Energieverband. Na, komm. Aua. So, mein Freund. Critical Damage. Nein, ich muss hier weg. Aua, der macht ganz schön viel Damage. Minus 3, minus 2. Jetzt komm, jetzt kämpfen wir am Himmel. So. Altfreund, den nehmen wir natürlich mit. Den brauchen wir auch. Töte einen Düstern, wo sind die denn? Ach da. So, wir können nur aus 20 Meter Entfernung schießen. Das ist das Einzige, was so ein bisschen ärgerlich ist, aber sonst passt das eigentlich. Zack, so. Dann reden wir mal eben mit Delios, denn wir haben seine Mission erfüllt. Super, er bedankt sich, gute Arbeit, kriegen einen kleinen Bogen als Dankeschön und sind ein Level aufgestiegen und nehmen natürlich direkt seine nächste Quest an. Wir müssen aber jetzt mal eben den Bogen hier ausgerüstet. Sind wir mit dem Durchschlagskraft, hat der natürlich und okay, der hat natürlich einen höheren Crit Damage, aber das ist egal. Wir können übrigens hier unseren Charakter auch anschauen, also so ist es nicht. Dann haben wir hier noch Ansehen, was für alles, also das Game hat einiges an Potenzial offen. So. Über die Keys werde ich mich jetzt auch endlich mal gewöhnen, glaube ich. So, mit wem müssen wir jetzt reden? Ach so, jetzt müssen wir erstmal da hinten die Gurke retten.
Der hat uns gar nicht bemerkt. Doch, er hat uns bemerkt. Wow. Oh shit, oh shit, oh shit. Und jetzt auch. Boah. Miese Kiste. So, jetzt retten wir einen der Entführten hier. Retten. Ich muss aufpassen, dass ich keine Akkorde ziehe von den anderen Gegnern hier. Die hier gerade so rumstehen. Oh, ich ziehe Akkorde. Hab, du hast mich nicht gesehen. Ich will den jetzt irgendwie töten, habe ich gerade das Bedürfnis dazu. GG. Ohne einen großen Kratzer zu bekommen. Ich schaue mal hier einfach mal voll zwischen. So, jetzt können wir wieder mit Delios sprechen. Man sieht ganz schön viele Interaktionen von anderen Spielern, die sich hier befinden. Wenn ich erstmal Delios anquatschen kann. Gefahrenbefreiung haben wir fertig und BAM! Level up. Todesstoß ist natürlich echt eine sehr coole Fähigkeit. Wenn ein Charakter stirbt, mit der K-Taste können das Skill. Aber ich will noch nicht skillen hier irgendwas. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mir mal erstmal hier diese Medizinmangel geben. So, jetzt sammeln wir erstmal diese komischen Dinger da ein. Denn diese ganzen kleinen Nebenmissionen, die sind echt wichtig für das Spiel. Weil dadurch sammeln wir nicht nur Erfahrung, sondern auch erlernen eventuell neue Fähigkeiten oder schalten somit andere Möglichkeiten für das Spiel frei. Das heißt, je nachdem, wie ihr das Spiel spielen solltet, entscheidet ihr den Verlauf teilweise auch. Kann ich dir helfen? Und das finde ich persönlich mega geil. So, Delius hat sogar auch noch eine, sehe ich gerade. Achso, Plan der Düsterheit. Ne, jetzt genau, durch den kleinen Hoch. Sprich mit Liviana. Livina, wie sie auch immer heißt. Ist auch völlig egal. Quatsch. Und dann holen wir uns noch die Handschuhe. Und dann müssen wir noch mit Iona sprechen. Die ist irgendwo da hinten. Iona, wo war sie nochmal? Die ist da, glaube ich, in diesem, kurz vor dem Fluss. Da ist sie doch. So. Und die nächste Mission nehmen wir direkt an. Direkt noch eine. Und dann lösen wir erstmal hier das Problem. Oh shit, da habe ich die Fähigkeit voll vergewaltigt sozusagen. Dann brauche ich ja gar nicht, ey. Geht das auch so hin? Merke ich gerade. Und Critical Damage. Reiner Kristall. Der erste. Und ich bin fertig, ne? Ja. Okay. Moment, wie viele Meter sind das? 15, 16, 20. Den holen wir uns auch noch. Was wir nehmen können, nehmen wir mit. Wie sie einfach 29.000 HP hat. Richtig OP. So. Und jetzt müssen wir noch Livina Bericht erstatten. Wir können mal eben gucken, was das Spiel von uns will. Interaktion, ja, mit NPCs oder Gegenständen genutzt werden. Wir wissen es. Brauchst du uns nicht sagen? Kenne ich auch so.
Dilamon. Dilamon. Konterschuss muss ich mal hier aufsetzen. Denn das so. Dilamon, wo war der nochmal? Der Günther. Konterschuss. Fügt dem Gegner 141 Schaden zu, bla bla bla, verringert das nun. Nee, das war er nicht. Das war der. Oh, da habe ich mich verklickt. Ist aber auch nicht schlimm. Wir können erstmal jetzt kurz unser Inventory öffnen. Das hier anziehen und das hier anziehen. Du bist die neuen Handschuhe, die wir da haben. Und die Schuhe. Haben wir wenigstens etwas mehr. So, und Life Regiction. Den können wir ausmachen. Günther ist da vorne. Den quatschen wir jetzt auch an. Das ist eine Novize. Sind ja so die Magier. Kennt man bestimmt aus Gothic, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Läuft, wie schnell er einfach tot ist. Das ist der Vorteil im Bogenschützen. Den holen wir uns auch noch da eben. Ich brauche gar nicht die finalen Schussattacke. Und weil mich das natürlich ein bisschen mehr reizen würde, wenn ich da noch ein bisschen was raushauen könnte. Aber das Spiel lässt es nicht zu. Oh, da ist noch ein großer. Hey. Zurück, marsch. So, da sammeln wir schön ein paar Seelen. Hier sind noch ein paar verteidigt. Können wir uns auch nochmal vorknöpfen. Und das war es dann auch schon mit denen. Irgendwie finde ich das Leveln wirklich angenehmer, als es angeblich hieß. Weil man sagte hier ursprünglich, das Spiel hätte ein langsames Levelsystem. Wenn er ihn jetzt abgestaubt hätte, ne, dann hätte ich ihn echt erschlagen. Müssen wir hin, wir müssen eh zur Helm, das passt ja dann. Zack, und den holen wir uns auch noch. Das ist eine perfekte 20 Meter entfernt. Schießen wir ihn noch ein bisschen zurück. Gehen nochmal dran. Und holen uns noch die normale Fähigkeit. Quatsch. Hier ist auch noch einer, 18 Meter. 21 und tschüss. Kommen wir jetzt auch schon langsam zum Endgegner. Der erste Endgegner, den wir hier haben. Neuer Erfolg. Okay, scheiße, jetzt werden wir hier irgendwie. Sei stets wachsam. Ja. Wow, Beast Mode. Alles raushauen, was ich habe. Okay, er wird groß und sauer. Er wird richtig sauer. Boah, miese Kiste. Es ist vorbei, siehst du doch. Nein, bitte nicht Köter. Bitte nicht Köter. Alter, die Fresse, ich bring den um. Post kann es nicht sein, ich hab nichts mehr bestellt. Level 6 erreicht. Damit sind wir durch die erste Welt. Wir haben es geschafft, liebe Freunde.
Jetzt müssen wir nur noch mit Helen sprechen. Hallo. Hinweis gesucht und wir kriegen direkt einen neuen Bogen. Wenn wir das hier bringen. So, jetzt übergeben wir die Information noch Günther. Lol, die sah aus wie Riven, ey. Die sah richtig aus wie Riven. Über das Nachrichtensystem kannst du dich ebenfalls mit einzelnen Mitspielern... Naja, bla bla. Neuling. Was haben wir hier noch? Alles können wir noch öffnen. Magische Eier. Wofür auch immer die Scheißdinger da sein sollen. Heilschriftrollen, die können wir aber mal auf jeden Fall nutzen, die sind gut. Alles andere ist irrelevant. Gut. Die ist auch voll schnell, ey. Die ist richtig flop unterwegs. Jetzt ruckelt das Spiel wieder so ein bisschen. Das sind echt minimale Ruckel. Schön, dich kennenzulernen. Gut, dass du da bist. Jo, wahrscheinlich. Sammeln ein bisschen Wolfsfleisch. Kriege ich, glaube ich, auch noch hin. Die skillen wir ja mal so weit von weg. Und tschüss mit den Viechern. Warum sind die so stark? Hätte mich jetzt auch etwas... Wow. Ich dachte schon so, what the hell. Vielleicht kann man das ja gebrauchen, das Zeug. Man weiß ja nie. Portal gespeichert. Wir haben ein Portal entdeckt. Ja, wunderbar. Ey, warum hat der schon so ein komisches Vieh? Ich will auch. Vielleicht kriege ich ja diesmal beim diesem Spielverlauf mal endlich den Führerschein für das Vieh. Ich hatte nämlich beim letzten Mal total vergessen. Die Welt braucht mehr Leute wie dich. Hungersnot. Er hat diesmal keine Mission mehr für uns. Ich füge die Teile zusammen. Inventar, wo sind diese scheiß Teile denn jetzt? Moment mal, das ist der neue Boom. Was hat der denn? Zack, dann rüsten wir uns direkt damit mal aus. Was ist das hier? Rüsten wir uns damit aus. Ja, wahrscheinlich. Sprich mit Delias. Ich meine. Die braucht mehr Leute wie dich. Grund der Invasion. I. Und dann. Das ist neu. Und jetzt töte Feinde. Hatte ich nicht noch irgendwie Du-Läuterung oder so ein Scheiß? Hallo. Ich muss doch auch noch läutern oder so ein Scheiß. Ne, jetzt muss ich erstmal diese Seelen befreien hier. Kotze. Wo komme ich denn hier raus? Ich will auch so ein Tier benutzen. Wo ist das denn bei mir? Ich glaube das hier, ne? Ne, wo ist das denn? Ist? Neuer Erfolg. Erweitertes Inventar habe ich jetzt mehr freigeschaltet. Ja, wunderbar. Ausweichen 9. Minus 3 Leben, das ist scheißegal. Die Schuhe sind viel besser, oder? Nee, doch nicht.
Gürtel kann ich immer noch anlegen. Hätte ich nicht auch so ein blödes Vieh? Egal. Da sind diese blöden Landelementarhelden. Bumm. So, dann kümmern wir uns mal um den da. Zack, geh mal ein Stück zurück. Ich bin nämlich auf dem Eierstöcke. Was ist denn hier mit dem? Jo, wahrscheinlich. So. Du machst mir keinen Damage. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Bei denen hole ich mir da auch noch. Und tschüss. Blöde Wasserelementaren. So, jetzt darf ich läutern, soweit ich weiß. Können auch springen übrigens in dem Spiel. Bringt aber absolut gar nichts, meiner Meinung nach. Weil ich, man muss, glaube ich, bisher musste ich zweimal in dem verdammten Spiel spielen. Spiel springen. Willkommen. Fertig und fertig Level Up. Doch noch nicht. Der Seelenaltar befindet sich in Lagern und sie. Getötete Monster hinterlassen eine. Boah, beide gleichzeitig am Quatschen, ey. Du-Läuterung. Hast du Bock? Mal kurz mit mir eine kleine Du-Läuterung. Oh, komm schon, nimm an. Ich hasse dich. Mach du mit mir eine Duo-Läuterung kurz. Macht mal irgendjemand mit mir eine scheiß Duo-Läuterung. Danke. Danke. Willkommen. So. Die Duo-Läuterung kannst du gemeinsam mit einem anderen Seelenhüter durchführen. Für diese Art. Wir brauchen umgehend Verstärkungs. Überrennen die Stadt Meona und steht in Flammen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch hinzu. Ich habe den Brief gelesen. Gib mir mal dafür Notfall. Nehme ich auch noch an. Jetzt habe ich, glaube ich, keine Seelensteine mehr, ne? Seelenbaum. Doch, ich hab noch für eine Du-Läuterung rechts noch. Mach mal mit mir eine kurze Läuterung, bitte. Please, Du-Läuterung. Nein, nicht. Ziel ist beschäftigt. Ah, warum? Nein, ich will nicht handeln. Wurde abgebrochen. Ich will Du-Läuterung machen. Ja. Danke. Okay. Das ist das Coole, was ich an diesem Spiel so schätze. Schließ die Quest ab. Ja, hab ich doch. Du kannst auch noch entweder alleine. Eine abgeschlossene Quest. Achso, die muss ich selber abschließen. Ja, stimmt. Notfall, hol dir ein. Ja, okay. Wie kann ich euch helfen? Ich hätte gerne so ein komisches Vieh. Nimm mir dein Lambo. Yeah, ich hab so ein komisches Vieh. Wie hatte ich das beim letzten Mal nämlich verpeilt? Dieses Vieh mir mitzunehmen. Das Level hat die Alte. Und mit der können wir ja mal ein Duell machen. Duell.
Och Manno. Ist ja so lustig geworden. Hätte ich auch mal Spaß haben können. Scheiße, einer verletzt war. Ich rette dich, mein Freund. Sprich mit Gunt. So, liebe Freunde. Das war mal die friedlichste Stadt in Levin. Aber seitdem die Goblins hier sind. Du Scheiße. Ich glaube, das war der liebe Silver, der gerade geschrieben hat. Das habt ihr nur kaum gehört. Das war nur Vibration. Ja, es war Silver. Ne, es war nicht Silver. GTA für Xbox. Naja, egal. Wie gesagt, ich würde sagen, an dieser Stelle. Wow. Machen wir unseren ersten Cut. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen hier bei diesem coolen neuen MMORPG-Projekt und ich freue mich, dass ich euch in der nächsten Folge natürlich wiedersehen darf und auch begrüßen darf. Und ich würde sagen, falls euch das Ganze bisher hier gefallen hat und ihr vielleicht ein paar Tipps habt, weil ihr schon total am Suchten seid, hier Echo of Soul, die ganze Zeit, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Falls nicht, teilt es doch einfach mit euren Freunden oder lasst doch vielleicht sogar ein Abo da, falls ihr noch nicht Abonnent von diesem Channel seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Lightning RP. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Unsere Protagonistin etwas größer. Machen ihr schön lange Beine. Ah, ganz klar, Kopf bleibt so. LP. Prüfen, der Name ist schon vergeben. Ja, weil er ist von meinem ersten Charakter vergeben. Dann nennen wir ihn Light. Der Name ist auch schon vergeben. Ach, ich kotze ab. Was ist mit Light? Ist auch schon vergeben. Ach, jetzt spielen das einige. Yuki? Yuki-chan? Was bitte, gib einen Namen ein, du kannst Buchstaben und Ziffern benutzen. Aber das sieht scheiße aus. Asna? Name ist auch schon vergeben. Oh, ich kotze. Chana? Warum sind alle geilen Namen vergeben, Mann? Misawa? Oh. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt hier auf dem Kanal von Lightning LP. Wir begeben uns in die Welt von EOS Echo of Souls und das ist einer meiner erwartetsten besten MMOs aller Zeiten. Das Spiel vorab kann man nur gleichstellen mit Lineage. Das wurde teilweise auch von den Entwicklern von Lineage entwickelt. 4 Jahre hat die Entwicklung für EOS gedauert und jetzt ist es endlich draußen. Seit knapp 2 Wochen erfreuen sich die Spieler an die Open Beta dieses wunderbaren Games und wow, also man kann einfach nur sagen, das Spiel hat wirklich sehr, sehr viel Potenzial noch nach oben und man kann Lineage in Korea als Stellenwert mit World of Warcraft hier in Europa vergleichen und das hat schon einiges zu bedeuten. Knapp über 100 Entwickler haben an diesem Spiel hier gearbeitet und wow, es wurde von der Community auch als bestes MMO aller Zeiten im Jahr 2015 nominiert. Und ja, da kann ich nicht ganz mitreden, denn ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall noch ein paar Fehler, die man auf jeden Fall ausbessern muss. Vor allem, wenn man versucht zu verbinden und die Verbindung schließt das Spiel. Deshalb habe ich jetzt schon den zweiten Anlauf hier gebraucht.
Aber wir beginnen uns einfach mal in die Welt. Übrigens, das wird ein Community-Projekt vorab. Hier werden noch coole Gäste dabei sein und auch feste Gäste dabei sein. Also da bin ich echt mal gespannt, wer da noch bei sein wird. Aber da möchte ich nicht zu weit ins Detail eingehen, denn wir haben uns vorgenommen, das erste Kapitel hier immer so alleine zu spielen. Und wir werden natürlich auf dem Server von Yggdrasil spielen. Yggdrasil kommt so aus der japanischen Mythologie und bedeutet eigentlich aus koreanischer, japanischer Mythologie und bedeutet eigentlich Baum der Seelen oder Baum der Zeit. Und da werden wir einfach mal drauf eingehen. Wir versuchen jetzt zu verbinden und hoffen, dass es klappt, weil sonst wird das Spiel jetzt wieder crashen. Bitte, 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 bitte. Oh, es klappt. Glückwunsch. Oh, Glückwunsch. So, hier seht ihr, ich hatte das Spiel schon mal ein bisschen gespielt. Ich kann meinen Charakter auch irgendwie bewegen. Ist ja auch egal. So, wir werden aber einen neuen Charakter erstellen. Und wir werden, also hier haben wir die Auswahl zwischen den einzelnen Charakteren. Hüterin, das ist so Tank, Krieger, ganz klar, Schurke, so Assassin-Skill, Magierin und natürlich mein absoluter Favorite ist unsere Waldläuferin. Gehen wir mal weiter und wollen unsere Waldläuferin jetzt mal ein wenig gestalten. Zoomen wir erstmal aufs Gesicht an, weil da geht es ums als erstes drum. Ich brauche mal ein paar Haare hier. Das kann ich. Also man sieht schon, der Effekt lässt zu wünschen übrig, was die Haarbewegung angeht. Aber ich sag mal, na gut, es ist halt, es sind Kleinigkeiten, ne? Da wollen wir uns jetzt mal nicht drüber beschweren. So ein Zopf wäre auch geil, aber ich will eher etwas längeres haben an Haare. Eigentlich bin ich ja eher für diese Mähne hier. Die sind so kurz, die Haare. Es müsste eigentlich etwas länger sein. Ein Doppelzopf ist scheiße, sowas ist auch kacke. Sowas ist geil. Sowas nehmen wir auch. Die Haare kriegen natürlich ganz klar diesen pinken Stich. Wobei, das ist auch geil. Oder weiß? Nein, pink. Das ist ganz klar. So, machen wir mit dem Gesicht weiter. Da hatte ich mir schon eins ausgesucht. Das da. Und wir wollen die Gesichtsfarbe noch ein bisschen verändern. Irgendwo gab es hier noch eine Farbe, die relativ nice aussah. Wow, ich will keine Niggerin. Wir können auch hier so einen Avatar gestalten. Nein, aber. Aber Bleichgesicht ist eigentlich ganz cool. So, Augen. Da zoomen wir nochmal rauf. So ein paar Sterne in den Augen wären natürlich ganz cool. Und die Augen müssen dann so ein bisschen feuerrot sein. Schwarz, blau. Nein, wir wollen jetzt nicht hier übertreiben. Das sieht auch ganz sick aus. Aber die Frage ist, was nehmen wir da für eine Augenfarbe? Rot? Ich weiß ja nicht. Rot sieht ja eigentlich ganz süß aus, aber wir wollen es ja mal ein bisschen übertreiben. Um so ein richtiges glasklares Blau. Wir wollen noch kein Bart, wir wollen noch keine Masken, keine Schmetterlinge. Das sieht natürlich auch sick aus. Oder hier so ein Herzchen. So, wir nehmen ein Herzchen. So, wir machen die. Nächsten. Oh, ich kotze. Ayla? Ayla-chan? Das sieht so kacke aus. Nein, wir brauchen einen vernünftigen Namen, Leute. Ich habe jetzt fast alle meine weiblichen Lieblingsprotagonisten eingetragen. Fällt mir jetzt noch auf der Schnelle jemand ein? Rias? Warum versuche ich es überhaupt? Koniko? Oh, ich kotze echt. Ich hab echt keinen Schimmer. Ja, egal, wir machen erstmal mit der Kleidung weiter hier.
Das Doofe ist, was ich echt doof finde, ist, dass das hier nur ein Abbild ist, wie man im Late Game später aussehen wird. Hasenöhrchen sind natürlich auch ganz süß, aber wir nehmen keine Kopfbedeckung. Ist natürlich richtig geil, sowas hier. Dann wollen wir natürlich ein passendes Outfit für. Aber das Freizeit.